perfekt. Ich suche einen gewissen Arthur Morgan. Jo Leute, was geht? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Naja, wundert euch nicht, wenn ich das Video über ziemlich genervt oder so klinge. Ich nehme das jetzt zum vierten, fünften Mal auf oder so. Immer wieder kommen irgendwelche technischen Probleme oder sonstiges an oder der Ton wird dafür, wird warum auch immer nicht angezeigt und so weiter und so fort. Es geht mir sehr, sehr auf den Sack. Auf jeden Fall hier in dieser Szene war ich gerade, ja, auf dem Dach war ich kurz AFK, war, kam dann zurück und auf einmal steht da ein Typ, beziehungsweise kommt da ein Typ an mit gezogener Waffe, der auf mich zielt. Ich habe mich gefragt, what the fuck, was soll die Scheiße? Ja, und dann ist der Typ hochgekommen, ich dachte mir, okay, hat Revolver in der Hand, wird er erstmal gekillt. Weil ich meine, Alter, was denkt der? Und dann erhebt er auch noch Anklage gegen mich, was sehr, sehr lächerlich ist. Ich meine, ja gut, er hat mich nicht getroffen, nicht ein einziges Mal, deshalb wurde er mich wenig rot markiert, deshalb konnte er mich anklagen, was natürlich sehr, sehr lächerlich ist, aber ist halt nun mal so die Spielmechanik. Trotzdem lächerlich, aber ja gut, wenn ihr meint, Rockstar, wenn ihr meint, dann ist das eben so. Ja. Kleiner Side-Fact an der Stelle, das ist im Low-Level, mal wieder, ich werde ständig von Low-Level angegriffen. Meine Theorie dazu ist einfach, dass diese Low-Level sich denken, yo, probieren wir mal aus, was da so geht in dem Game, was man hier so alles machen kann. Naja, was man nicht machen sollte, ist zum Beispiel High-Level angreifen, wenn man Low-Level ist. Es sei denn, man hat Ahnung und die beiden hatten sie offensichtlich nicht. Deshalb sind sie gestorben und gestorben und wieder gestorben und so weiter und so fort. Hat Spaß gemacht. Für einen Moment. Aber dann wurde es langweilig. Spätestens als die Typen sich dachten, es wäre eine kluge Idee, sich da hinten aufs Dach zu stellen, um mich zu snipen. Was auch nicht funktioniert hat, wie man hier sieht. Der eine Typ kam dann runter, dachten die sich, okay, probieren wir es nochmal, ging wieder auf dieses Scheißdach, haben schon wieder versucht, auf mich zu schießen. Und naja, was soll ich sagen? Es ist nervtötend. Langweilig. Und hier, habt ihr gesehen? Diesmal hat es funktioniert. Ich habe einen Kopfschuss kassiert, mein Hut fliegt weg, anstatt dass ich sterbe. So müsste das eigentlich immer laufen. Tut es aber nicht. Ich sterbe ständig durch Headshots, obwohl ich nicht durch Headshots sterben kann, wenn ich einen Hut auf habe. Lächerlich, ganz ehrlich. Rockstar Games, patch das. Es geht mir auf den Sack. Ich gebe so viel Geld aus für eine scheiß Fähigkeitskarte. Und dann sterbe ich einfach durch einen Headshot. Leck mich doch am Arsch. Nervt. Passiert oft genug. Passiert auch noch später im Video. Werdet ihr gleich sehen. Ja, hier habt ihr dann gesehen, kam mein Kollege Toshi, hat mir dann geholfen hier mit dem anderen, da konnte ich mich perfekt hier schön um den kümmern. Ja, bin dann hier runtergegangen, also zumindest jetzt, weil wir keinen Bock mehr auf den Fight hatten, die sind dann auch gegangen, haben dann da hinten einen Sammelgegenstand und so eingesammelt, war alles ganz chillig, bis die Leute sich dachten, ey, wir greifen euch wieder an, weil wir sind wieder da und wir möchten wieder Stress haben. Ja, so viel zu Stress haben wollen. Jetzt sind sie wieder gestorben. Und es geht auch immer so weiter. Ich meine, what the fuck. An alle Low-Level da draußen. Hört auf, High-Level anzugreifen. Hört auf damit. Ich meine, was soll das? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ihr habt doch so oder so keine Chance. Ich meine, selbst wenn ihr besser seid an sich. High-Level haben mehr Leben. High-Level haben mehr Stuff. High-Level haben bessere Waffen. High-Level haben den maximalen Vorteil, da müsst ihr richtig gut sein, um überhaupt das ausgleichen zu können. Und das kann eigentlich fast niemand. Hier ist die von mir erwähnte Szene, wo ich durch einen Headshot sterbe, wo ich einen scheiß Hut auf habe. Dankeschön. Nice. Und ich spawne ohne Hut. Geil. Ich sterbe mit Hut auf, spawne ohne. Dankeschön. Richtig nice. So gefällt mir das. Gar nicht abfuck oder so. Naja, hier bin ich dann wieder zu meinem Pferd gegangen und dachte mir, okay, Rache muss sein, stirbst du eben für die Scheißaktion. Ich meine, gut, eigentlich ist es Rockstar Games schuld, aber hey, warum nicht? Ja, das war dann der letzte Kill gegen ihn, weil er sich dachte, yo, ich wehr mich nicht mehr. Und naja, Gegner, die sich nicht wehren, sind langweilig. Deshalb habe ich dann mir gedacht, okay, dann eben nicht mehr. Bin dann auf den anderen gegangen, weil der hat sich gedacht, Pustekuchen, mein Truppenführer macht nicht mehr mit. Ja gut, mir scheißegal, ich greife den noch an. Ja, und ihr könnt sehen, es hat richtig, richtig gut geklappt für ihn. Er hat auf jeden Fall immer überlebt und hat uns gekillt gekriegt. Nee, warte, das war ja gar nicht so. Er ist die ganze Zeit gestorben und das Game hat natürlich auch mal wieder geleckt. Maximal. Ich meine, ich kill ihn.
Aber 10 Sekunden später wird mir erst der Kill angezeigt. Dankeschön, Rockstar. Euer Spiel funktioniert richtig gut. Ich meine, wenn ihr schon kein Update rausbringt, wegen Corona und so, und ihr keine Cutscenes und sowas aufnehmen könnt, dann bitte patcht wenigstens diese ganzen Glitches oder so. Ja, ich meine, neuer Content ist scheißegal, solange es nicht gut läuft im Game, ja. Wenn das Game nicht gut läuft, dann bringt auch neuer Content nichts, ja. Hier könnt ihr sehen, haben sich auch noch andere Spieler eingemischt, die ihr Lager da genau hatten. Und naja, also ganz ehrlich, ich kann diesen Typen hier nur verachten für diese Spielweise. Alter, er läuft die ganze Zeit im Camp hin und her und hofft nicht getroffen zu werden. Gut, ich dachte mir, okay, ich verstecke mich hinter dem Haus, dann musst du nämlich vorkommen, um zu mir zu kommen. Beziehungsweise um mich anhitten zu können. Ja, die Minimap war dann aber nicht mehr mini, sondern riesig. Und ich konnte halt nicht sehen, wo genau dieser Typ war. Und das war nämlich sein Truppenführer. Ja, die waren zu zweit. Der eine hat immer im Camp gechillt, der andere ist immer so rumgelaufen. Ja, war ziemlich nervtötend. Hier hat Toshi sich dann gedacht, ey, es wäre eine gute Idee, mir einfach den Kill zu klauen. Ich meine, gut, danke für die Hilfe, aber gut, die hätte ich da nicht gebraucht. Aber trotzdem danke, ich meine ja nur. Immerhin, ja, hält mein Trupp überhaupt zusammen im Gegensatz zu anderen. Ich meine, ich kenne da andere Trupps, wo, ja, da wird einer angegriffen, dann merken die, oh scheiße, wir haben gar keine Chance und hauen ab. Wo wir gerade beim Abhauen sind, wir hauen vor den Bullen ab und die denken sich so, yo, wir rennen euch hinterher. Ich denke mir so, nee, gar keinen Bock, ich hole meine Mauserpistole raus, schieße ihn low und Toshi denkt sich so, okay, killst die, lol. Gut, nehme ich ihm nicht übel, aber nervt irgendwas trotzdem. Bin dann hier vorne wieder auf sie zugeritten, hab den einen gekillt, wollte den anderen dann auch noch killen, aber der dachte sich so, nee, ich gehe in Verhandlung mit dir. Sehr, sehr nervtötend, genauso nervtötend wie dieser Scheißbug hier im Hintergrund, geht mir sehr auf den Sack, Rockstar Games patcht das raus, das ist absolut nervtötend, du kannst dein Scheißpferd nicht mehr bewegen, es ist einfach nur nervtötend. Genauso nervtötend wie diese dummen Fotzen, die sich immer denken, ey, ich schieß mal als erstes aus dem Pferd, was für dreckige Hurensöhne. Naja, was hier abgeht, könnt ihr euch ja selbst angucken. LOL, heilige Scheiße. Das ist doch wohl nicht euer fucking Ernst. Du hast das jetzt auch gesehen. Ja, ein beschissener Trupp schon wieder und ich habe keinen Bock, wieder einen Headshot zu kassieren, wie das letzte Mal, als ein Trupp genau neben uns gespawnt ist. Wo wir gerade beim Patchen waren, super Überleitung übrigens. Ja, Rockstar Games, bitte. Patch das irgendwie raus, diese ganzen Cheater, Modder, nennt sie wie ihr sie nennen wollt. Die einem immer hinterher joinen und dann neben meinem Spawn. Ich meine, Alter, ich war mal bei Madame Nazar. Ich glaube, der Clip, den habe ich noch irgendwo. Der kommt wahrscheinlich bald in ein Video. Alter, ich war mal bei Madame Nazar. Hab gerade meine Sachen verkauft. Auf einmal fliege ich aus dem Menü von Madame Nazar raus und werde mit einem Explobogen weggeholt. Ich spawn wieder und sehe, ja moin, da ist einfach mal so ein 8-Mann-Trupp neben uns gespawnt. Ich meine, Rockstar Games. What the fuck? Ich meine, ey, noch besser, ich chill in meinem Lager, sitze am Lagerfeuer, auf einmal werde ich mit einem Carcano-Gewehr weggeholt, obwohl die weiße Flagge oben ist. Rockstar Games, diese ganzen Cheater, Modder, Glitcher, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Behebt das, dass die das nicht mehr machen könnt. Und bitte, bannt diese Fotzen weg, ey, ich melde jeden einzelnen von diesen Hurensöhnen, jeden einzelnen. Rockstar, ja? Da müsstet ihr doch irgendwo mal checken, dass es solche Leute gibt und dass man die vielleicht, naja, bannen sollte oder so, um das Spiel nicht komplett kaputt werden zu lassen. Ich meine, wir wollen ja nicht, dass das Red Dead wie GTA endet, oder? Ich meine, das will niemand von uns, oder? Ich glaube nicht. Ich nämlich nicht.